Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sehe aus wie ein kleines Blumenmädchen und ich glaube, dass das Make-up heute genau in diese Richtung gehen wird. Denn wir haben heute die neue Blooming Bright Limited Edition bzw. Trend Edition von Essence, die es jetzt in der Drogerie gibt. Und da sind Sachen dabei, von denen ich nie gedacht habe, dass die in die Drogerie kommen. Und ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Wir werden heute ein hoffentlich sehr, sehr schönes Make-up machen. Ich habe große, große Hoffnung und hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufheitern kann. Das einzige farblich passende Oberteil, was ich habe, ist das von meiner Mutter. Und natürlich hat das Rüschen an den Schultern. Macht die Schulter ein bisschen breit und ich finde den Bereich recht schmal. Aber wir spielen jetzt einfach mal durch, dass es in Ordnung ist, dass ich dieses Teil anhabe. Ich fühle es nicht, aber ihr kennt mich. Ich brauche, wenn ich so Limited Editions habe, die Ästhetik. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt für die Ästhetik. Hause Giacomo Pelletier ist jetzt auch endlich wieder gesund. Und wir starten auch direkt mit dem ersten Produkt, was ich euch zeigen möchte. Das ist ein Make-up-Sponge. Der sieht einmal so aus. Sehr, sehr hübsch. Farblich im Verlauf von Aprikot zu Rosa. Erinnert mich so ein bisschen an den aus der Beauty Bands Limited Edition. Der kam ja auch sehr, sehr gut an. Jetzt ist er halt nicht mehr grün und lila, sondern rosa und Aprikot. Völlig in Ordnung. Essence-Schwämme sind sehr, 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 sehr gut. Im Preis-Leistungs-Verhältnis sowieso. Und das ist die Farbe oder der Style Flawless Bright. Den lasse ich mal so. Den packe ich euch in eine Verlosung. Dann habt ihr den mal irgendwann, wenn ich das wieder verlose. Aber ist eine süße Sache. Ich habe so viele Schwämme offen. Der wird in Ordnung sein. Und es wird exakt der gleiche sein wie der aus der Beauty Bands Kollektion und der war sehr, sehr gut. Ein Produkt, mit dem ich nicht gerechnet habe, dass das in die Drogerie kommt, ist das hier. Das ist ein, wie nennt man das? Bright and Ready to Roll. Ein Mattifying Stone Roller. Das war vor einem halben Jahr, würde ich sagen, so das Ding auf TikTok. Auf TikTok kommen immer wieder Produkte raus, Dropshipping-Produkte, die sehr gehypt sind, da kostet das dann 35 Euro. Das ist eigentlich eine coole Sache. Ich habe sowas auch mal gekauft, weil ich es einfach probieren wollte. Ich glaube, dass es auch nichts Neues ist, aber es hat halt wieder einen neuen Hype bekommen. Das ist, glaube ich, so ein Lavastein. Den hast du einmal hier in so einer kleinen Verpackung, kannst den dann aufschrauben und hast hier dann so einen Ball mit drin. Und was der macht, ist, der zieht das Öl von deinem Make-up raus. Habe ich jetzt hier orange? Also du kannst den über deiner T-Zone benutzen und der zieht wirklich das Öl raus. Du siehst dann auch das Öl hier, er ist dann wesentlich dunkler und das funktioniert. Das ist schon eine krasse Sache. Ich hatte damals, als ich das erste Mal getestet habe, so ein bisschen Probleme mit Make-up, weil du dann halt hier auch Make-up dran hast. Aber wenn du kein Make-up trägst oder, weiß ich nicht, wenn du hier vielleicht schnell schwitzt, es gibt ja viele Leute, die hier in der Oberlippe so ein bisschen schwitzen, dann ist das eine gute Sache. Gehst du einmal hier schnell ein bisschen rüber, dann ist das trocken und mattiert. Ist eine gute Sache. War jetzt nicht teuer. Ich finde es aber ganz süß, dass sowas auch mal in der Limited Edition mit drin ist, weil es halt mal was anderes ist und ich das jetzt nicht so mit Drogerie-Make-up in Verbindung gebracht hätte. Ist aber eine gute Sache. Empfehlung eher, wenn ihr kein Make-up habt, vielleicht aber schon mal an den Sommer gedacht. Einfach, wenn ihr schnell ölig werdet, schnell mal ein bisschen rübergehen, dann ist es wirklich mattiert. Also es funktioniert. Ist eine super spannende Sache. Jetzt haben wir viele Beauty-Produkte dabei und vorher würde ich einmal schnell meine Base machen. Die mache ich einmal in einem Sause-Schritt, benutze meine neue liebste Foundation. Ich weiß gar nicht, ob ihr sie schon gesehen habt, doch ich glaube schon. Ich zeige sie euch lieber noch nicht. Ich weiß nämlich nicht, wann das Video online kommt. Ich habe eine neue Foundation, habt ihr bestimmt schon gesehen. Okay, ich mache meine Foundation und dann haben wir etwas. Als hätten sie mich erhört, wir haben wieder etwas, was ich liebe. Alright, die Base ist drauf. Ich liebe, liebe, liebe diese Foundation. Okay, Freunde, ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen und ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Wenn ihr mich kennt, schon seit einer Weile, mindestens seit 4 Jahren, 3 Jahren vielleicht, wisst ihr, dass es für mich die schönste Limited Edition, die Essence jemals rausgebracht hat, die Fall Back into Nature LE war. Denn da war eine Blushpalette mit den schönsten Blushtönen. Wir hatten Gelb, wir hatten Orange, wir hatten Rot. Heutzutage würde ich fast sagen, ist sie nicht so krass pigmentiert wie Produkte, die heutzutage rauskommen. Aber einfach diese Farbauswahl war perfekt für den Herbst. Ganz, ganz lieb. Ich kriege jedes Mal, wenn ich das sage, kriege ich von irgendjemandem so eine Palette zugeschickt. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 4. Also ich werde den Rest meines Lebens gelben, orangenen und roten Blush benutzen können.
Küsschen an euch. Es gibt jetzt aber etwas, und zwar einen Blushleiter. Und ich meine, dass es sowas Ähnliches schon mal gab. Es ist schon ein paar Tage her. Es gab mal LE oder so. Ich glaube, da war sowas Ähnliches dabei. Nichtsdestotrotz ist das wunderschön, weil ich liebe Pink, ich liebe Orange und das war ja auch mal vor einem Jahr so ein Trend, ne? Diese Dior Blushes, dieses Pink und dieses Orange und jeder wollte das haben und dann gab es es nicht mehr. Jetzt gibt es das halt in der Drogerie und ich muss sagen, das sind wirklich schöne Farben für das Frühjahr und den Sommer. Ich liebe knallige Farben bei Blush. Hier ist Glitzer mit drin, beziehungsweise Schimmer mit drin. Ich swatch mal beide Farben einzeln. Ja, das ist 1 zu 1 so. Geht so ein bisschen in die Dior-Richtung. Sehr, 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 sehr pigmentiert. Wow. Ich würde jetzt mal kurz so ein bisschen probieren, so einen Blush-Verlauf zu machen. Ich gehe erst in Orange. Die sind sehr, sehr pigmentiert. Der Pinsel ist direkt voll. Ich bin sehr vorsichtig. Und tupfe das hier hin. Ich finde, Orange ist immer ein bisschen schwierig. In Kombination mit Pink hast du dann aber einen sehr, sehr schönen Hue. Und du kannst das auch so ein bisschen ausblenden in die Schläfen, so ein bisschen intensiver machen. Und das ist sehr, 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 sehr süß. Ich mag die Kombination sehr gerne. Und vor allen Dingen, dass da Schimmer mit drin ist, weil der macht das dann ein bisschen lebhafter. Wenn du nur orangenen Blush benutzt, sieht es oft aus, wenn du zu hell bist, als wärst du krank, als hättest du so ein bisschen Gelbsucht. Mit so einem Schimmer mit drin sieht es gewollter aus. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ist sehr pigmentiert. Also ich habe schon fast zu viel benutzt. Du kannst dann natürlich auch ein bisschen mehr Orange an die Schläfen setzen, so wie du willst. Ich übertreibe es für euch immer, das wisst ihr, dass ihr die Farben gut sehen könnt und den Effekt auf der Haut sehr gut sehen könnt. Deswegen muss ich jetzt natürlich auf beiden Seiten auch übertreiben. Vielleicht nicht so der Maxim. Aber das ist schon super pigmented. Aua. Sehe ich aus wie ein kleines Blumenmädchen von Dior? Alright. Okay. Sehr, sehr pigmentiert. Liebe ich sehr. Große Empfehlung, wenn ihr auf so besondere Blushes steht, ne? Jetzt wird es aufregend. Eigentlich wollte ich das als Blush benutzen. Mache ich jetzt nicht. Ich habe jetzt genug Blush drauf. Das sind Bloom Up Caring Lip Balms mit einem Touch of Color. Ich muss dazu sagen, das ist vom Packaging her so von sich, also von der Tube her, von der Hülse her, die schönste Hülse, die ich von Essence jemals gesehen habe. Essence ist eine der günstigsten Marken in der Drogerie in Deutschland und das ist, also wenn du es mir in die Hand geben würdest, mit verschlossenen Augen und du sagen würdest, hey, fühl das mal, wie fühlt sich das an, wie ist der, also es sind so kleine Sachen, ne? Wie zum Beispiel, wie ist der Druck auf der Hülse, wenn du drehst? Ist es wobbelig, ist es ein bisschen schwerer, dann fühlt es sich gleich ein bisschen hochwertig an. Hier musst du drehen, hier musst du Kraft aufwenden, um es rauszubringen. Und das macht halt das Produkt oder die Verpackung vom Gefühl her zumindest sehr hochwertig. Essence kauft natürlich sehr, sehr viele Einheiten von den Produkten, aber das ist vom Gefühl her und auch von der Optik her, muss ich sagen, die schönste Verpackung, die Essence hat, meiner Meinung nach. Das sind Lippenöle. Ich probiere es mal, aber es ist nicht color-changing. Hier haben wir einmal diesen rosanen Touch. Könnte ich mir auch sehr, sehr gut als Blush vorstellen. Und auch hier farblich passend dazu diesen orangenen. Den. Wait a second. Ihr erinnert euch mit Sicherheit an diesen Lippenstift für 90 Euro von Hermes. Den habe ich nur gekauft für ein Video und weil der halt orange war, der hat zwar ein bisschen Glitzer mit drin. Das, was mich daran gestört hat, war, dass das Glitzer sehr, sehr grob war und du das auf den Lippen gemerkt hast. Farblich unterschiedlich ein bisschen, aber so vom Feeling her 1 zu 1 eine gute Alternative. Ich würde niemals, würde ich sagen, oh, das ist der beste orangene was weiß ich, was das sein soll. Also es ist ja völlig gestört, der Preis. Aber ich mochte halt die Farbe so gerne, gerade im Sommer für so ein Hau. Also das ist ja kaum wahrzunehmen, sondern gibt nur so einen peachigen Touch. Er riecht auch ein bisschen nach Pfirsich, muss ich sagen. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Also es ist wirklich halt wie so eine Lippenpflege mit ein bisschen Farbe. Würde ich jetzt mal als gute Alternative zu dem hier von Hermes nennen. Kann ich natürlich nicht wegwerfen, ne? 90 Euro. Wisst ihr, was ich für 90 Euro hätte machen können? 2 Wochen Einkauf. In Pink ist er ein bisschen pigmentierter, deswegen gebe ich den so ein kleines bisschen ins Zentrum. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist die perfekte Lösung fürs
für die Jahreszeit jetzt, ne? Es ist noch nicht ganz so warm, aber die Sonne kommt raus. Wir wollen aber auch noch nicht so viel Make-up tragen, aber so ein bisschen Farbe tut halt auch gut. Kann ich mir gut als Blush, vorstellen, wenn ihr wirklich dieses Glossy mögt. Großartig. Wahnsinn. Also, wisst ihr, oh, muss ich euch erzählen. Neulich habe ich eine Nachricht bekommen. Ja, sie hätte mich so gerne geschaut, aber alles, was ich zeige an Limited Editions, ist immer gut. Ja, Mäusekind, was soll ich denn tun? Was soll ich tun? Meine Aufgabe ist es doch nicht. Oder es gibt anders. Ich mach mal weiter. Es gibt viele Influencer, die Content machen für die Klicks, die Content machen für. Oh mein Gott, so schlimm ist es. Und dass man halt drüber redet und dass das Engagement sehr hoch ist. Könnte ich auch machen und dann würde ich sagen, das ist die beschissenste Limited Edition und wie könnt ihr nur und was weiß ich oder etwas schlecht reden, damit Leute auf das Video reagieren und Leute sagen, hä, aber ich verstehe gar nicht, warum du jetzt das Produkt so schlecht machst, um Kommentare zu haben, um Engagement zu bekommen. Also ihr müsst wissen, in dieser Influencer-Sparte ist Engagement wirklich wichtig. Und ich habe nicht die höchsten Aufrufe, ich habe nicht das höchste Engagement, aber die Leute, die auf meine Videos gehen, die meisten nehmen etwas mit. Die wissen, okay, das hat ihm gut gefallen. Ihr müsst euch natürlich immer selber ein Bild machen. Das sage ich aber auch immer dazu. Macht euch selber schlau. Es ist euer Geld. Ihr müsst euch selbst damit auseinandersetzen. Ich kann nur meine Meinung mitteilen. Aber nur damit ich auch mal was Negatives sage, sage ich nichts Negatives. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, das Produkt zu bewerten. Und wenn es mir gefällt, teile ich das mit. Und ich sage ja nicht, ihr müsst das kaufen. Sonst fällt ihr morgen tot um. Na, ganz, ganz wichtig. Lippen fühlen sich sehr, sehr gut an. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Da bin ich ein bisschen aufgeregt. Wir haben eine Lidschattenpalette. Intens. Was aber ganz spannend ist, auch das war ähnlich in der Beauty Blender LE, dass man hier Wet und Dry Textures hat. Also du kannst die trocken benutzen als Lidschatten. Oder nass. Und dazu gab es den passenden Pinsel. Ich würde jetzt auf der einen Seite mal probieren, einfach so einen Lidschatten zu machen. Und auf der anderen Seite benutzen wir den Liner. Die Verpackung der Palette ist recht basic, ne? Also es ist süß gemacht, es passt auch perfekt zu der Kollektion, ist jetzt aber nichts Umwerfendes. Völlig in Ordnung. Ich meine, ich wiederhole, wie ein Leierkasten, ne? Aber es schauen doch immer mal wieder Leute als erstes mit zu oder schon das erste Mal ein Video von mir. Wir reden hier über Make-up für 3 Euro, 4 Euro vielleicht, ne? Also ein bisschen den Ball flach halten, Freunde. Da müssen wir immer selber ein bisschen den Ball flach halten. Ist gut für ein Orange. Orange ist recht schwierig, das Tatsache zu machen. Möchte heute aussehen wie ein kleines Blumenmädchen. Was mir auffällt, ist, dass es sich recht leicht wegblendet. Das ist aber typisch Orange, was jetzt also auch nicht so schlimm ist. Ich muss jetzt aber trotzdem hier in den trockenen Ton natürlich auch mal rein und setze mir den rein, dass wir. Okay, ja. Da haben wir definitiv nochmal eine andere Intensität. Die ist natürlich ein bisschen trockener von der Farbe her, ist aber völlig in Ordnung. Schaut euch das mal an. Und ich glaube, wenn du eine feuchte Base benutzen würdest, eine helle Base, würde das schon gehen. Also, ihr kennt mich ja mittlerweile. Ja? Meine Looks, ich bin jetzt nicht Niki Tutorials, ich ziehe jetzt hier nicht die krassesten Cut Creases mehr, sondern ich mache es halt wirklich. 0815 klingt halt so negativ, aber ich mag halt einfach diese super, super simplen Looks, wo ich halt nicht viel Zeit mit aufbringen möchte. Weil, und das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen für dieses Jahr, ich möchte mehr Content machen, mit dem mehr Leute relaten können. Und ich weiß, dass halt mein Alltag ist ja doch ein anderer als der meiste von meinen Zuschauerinnen und Zuschauern, die den ganzen Tag nicht zu Hause sind. Ich bin ja den ganzen Tag zu Hause, ne? Ich kann ja alle 5 Minuten, kann ich mein Make-up neu machen, wenn ich Bock habe. Aber auch morgens viel Zeit zu verbringen, ich nehme noch ein bisschen rosa, viel Zeit zu verbringen mit Schminken oder so, haben die meisten ja auch nicht. Und deswegen probiere ich einfach so ein bisschen Basic-Looks zu machen. Ich blende jetzt hier vorne nochmal so ein bisschen Pink mit rein. Auch hier sehr, sehr pigmentiert. Außen auch. Funktioniert gut, ist intensiv. Ich sehe aus wie ein kleiner Kanarienvogel. Jetzt ist der Punkt gekommen, ihr wisst es. Das Fass ist übergelaufen. Jetzt wird's wild. Ich nehme jetzt hier den pinken Blush und buff das hier so mit rein. Und dadurch habe ich natürlich. Das erinnert mich so ein bisschen.
Freunde, ich glaube, da war wieder hier unsere Expectations für das Jahr 2023, wo ich gesagt habe, dieses sehr avantgardistische, ne? Das gibt mir halt auch so ein bisschen, wie heißt sie, Björk, glaube ich, Vibes. Sehr Haute Couture, Haute Fashion, Haute. Das könnte auch auf dem Dior-Laufsteg sein, ne? Und dann würdest du denken, oh mein Gott, das ist der neueste Trend. Ich mag sowas sehr gerne. Aber natürlich immer mit dem Wissen, selbst wenn ich jemanden so auf der Straße sehen würde, denke ich sagen, oh Girl, Slay, aber vielleicht ist doch ein bisschen zu viel. Farblich funktioniert das sehr, sehr gut. Ich mag die Farben sehr gerne. Jetzt wird's aufregend. Wir ziehen uns nämlich einen Liner. Ich fixiere dafür einmal kurz mein Lid mit diesem hellen Ton hier. Wir haben natürlich auch so ein paar Farben drin, die du im Alltag benutzen könntest. Ein schönes dunkles Braun und dann recht viele Schimmertöne. Ne? So ein bisschen in die Braun- und Silberrichtung. Ich würde aber auch kritisieren, wenn da jetzt komische Farben drin wären. Ne? Also da kennt ihr mich mittlerweile auch. Wobei, warte mal, warte mal. Der Ton hier ist ganz spannend. Der ist so ein bisschen wie das Banana Bright Powder von. Von Essence. Schau mal, wie pigmentiert das ist. Okay, come through under eye brightening powder. Schau mal, wie hell ich das hier machen kann mit diesem Lidschatten. Okay, 10 von 10 alleine schon für diese Farbe. Gut, jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Also wir haben hier einen sehr, sehr feinen Liner, der ist. Den gab es auch in der Beauty Bands Kollektion, ne? Also alles fein. Ich mache den jetzt mal nass mit ein bisschen Setting Spray. Und was machen wir? Pink. Nehme hier so ein bisschen Farbe raus. Du kannst auch so ein bisschen ins Fännchen hier reinsprühen. Das funktioniert damit dann meistens, finde ich, sogar besser. Und jetzt, Sekunde, Freunde, jetzt muss ich mal kurz die Schnute halten und einfach mal. Ah, fast. Okay, aber wir haben zumindest schon mal eine Guideline. Ich habe ein bisschen zu viel Wasser gehabt am Anfang. Und dann nehme ich den Orangenen. Halt wie Tuschkasten, ne? Orange ist ein bisschen pigmentierter als Pink. Funktioniert äußerst gut. Lieb ich sehr. Ich glaube, dass man die halt auch sehr, sehr gut am unteren Wimpernkranz benutzen kann, wenn man Probleme hat, dort Puder aufzutragen, weil es manchmal so ein bisschen nicht so gut hält oder auch so ein bisschen als Base. What should I say? Wahnsinn! Was soll ich sagen, Freunde? Ihr kennt mich, glaube ich. Das ist natürlich total meins. Ich lieb's absolut. Aber ich muss sagen, ihr werdet wahrscheinlich, ist ja nichts Besonderes. Ich ziehe ja nicht so oft so einen Liner. Hat extrem gut funktioniert. Das ist eine super süße Sache. Ihr habt es gemerkt, glaube ich, ich hatte heute echt Spaß dabei zu drehen. Weil es einfach, es ist mal was anderes. Es ist nicht immer dasselbe. Und oft habe ich natürlich auch das Problem, dass ich mache das jeden Tag. Ne? Also irgendwann ist auch bei mir der Hype so ein bisschen um die Produkte weg. Hat super funktioniert. Ist mal was anderes und hat mir viel Freude bereitet. Ich bin großer Fan von diesen Lippenprodukten und von diesen Blushes, wer es sehr intensiv mag. Man kann es natürlich auch ein bisschen, ne, man muss es nicht so übertreiben wie ich. Aber ihr kennt mich, glaube ich, mittlerweile und ich glaube, ihr mögt es das auch, dass ich euch zeige, was man damit machen könnte und nicht, wie man so ein bisschen aussieht wie ein kleines graues Mäuschen. Freunde, meine Rüschchen auf den Schultern und ich, wir verabschieden uns jetzt von euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Ich hatte heute sehr viel Spaß und freue mich, wenn wir uns am Mittwoch wiedersehen. Passt auf euch auf.